Tschüss zurück und gönnt euch, ihr südöstlichen. Also es gibt ja südöstlich und dann gibt es süd-südöstlich. Ich weiß nicht, wo der Unterschied ist, aber ihr süd-südöstlichen Spitzfink-Galapagos-Schildkröten. Heftig Dreck ist wieder hier. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hab euch vermisst. Ich hab das hier vermisst. Und natürlich spielen wir jetzt eine Runde Black Ops 3. Nein, wir spielen eine Runde Advanced War. Nein, natürlich die Cold War Alpha. Das ist ein Stilmittel, wenn man einen Effekt überbenutzt. Season 6 ist da und ich hab's gar nicht mitbekommen. Aber wir werden reinschauen. Es ist einiges passiert. Und während das hier startet, möchte ich eine große, große Ankündigung machen. Ich glaube, das ist eine chronische Krankheit, dass alle immer so denken, sie sehen zu wenig von mir. Dass ich echt nicht genug... Digga, das ist immer noch nicht leiser gemacht, Mann. In welcher Season wird es passieren? Viele sagen irgendwie, sie würden gern mehr sehen und es ist zu wenig Content. Und das ist eigentlich schon seitdem ich auf YouTube bin so. Jetzt ändere ich das und ich mache nochmal ein Format mehr und noch einen Kanal mehr sozusagen. Und zwar würde es nur hier rumgehen. Nur um meine Stimme. CP! So heißt nämlich mein Podcast. Und ihr könnt ihn euch auf Spotify anhören. Unten ist ein Link. Ich habe mit einem Bro von mir, Philipp, ein Podcast gestartet. Und jede Woche kommt eine neue Folge. 30 bis 60 Minuten pro Woche extra Content von mir. Sozusagen das Doppelte im Vergleich zu dem, was ich jetzt mache. Und es ist wirklich vom Humor her sehr, sehr hart. Viele Dinge, die ich nicht in den YouTube-Videos bringe. Ab 20 Minuten wird's geil. Wir mussten selbst erstmal warm werden. Aber dann wird's wirklich lustig. Und schreibt mir eine Resonanz. Philipp oder mir auf Instagram eine Resonanz. Und wir gehen schon ein Screen weiter und sagen nochmal eine kleine Sache, die alle überspringen können, die es nicht wollen. Erstmal. Jetzt ist schaurige Stimmung. Oh, schaurig. Oh mein Gott. Ich merke mein Alter. Oh, Update erforderlich. Ich hab's doch eben schon neu gestartet. Eine neue Box von Level Up. Dem limitierten Halloween Shaker. Und hier drauf sieht man meinen Stammbaum. Ist die Halloween Edition 2020. Das Ganze kommt in der Box und es ist absolut limitiert, wie jede Sonderedition. Und das Besondere diesmal ist, dass es hier drei Sticker gibt, die kann man abziehen. Das ist der Halloween Hunt und es gibt Gewinne im Wert von über 100 fucking 1000 Euro. Also ohne fucking, jedes Mal muss ich das sagen. Den gebt ihr ein und dann nehmt ihr am Gewinnspiel teil. Was alles zu gewinnen gibt, könnt ihr euch anschauen. Ganze Gaming Setups sind dabei. Das ist auf jeden Fall krass. Das Ganze ist nicht nur auf die Box limitiert. Hier gibt es zwar drei Sticker, aber es gibt auch auf jedem anderen Geschmack jetzt während des Halloween Hunts immer ein Sticker. Das heißt, auch wenn ihr ganz normal einkauft, könnt ihr das machen. Und das Ganze beginnt ab dem 5. Oktober. Und dort beginnt auch gleich eine 3 für 2 Aktion. Mit Code HAPTIC2 kriegt ihr 3 Dosen, bezahlt aber nur 2. Oder ihr benutzt ganz normal Code HAPTIC, gönnt euch einfach nur die Box zum Beispiel, habt dann auch 3 dieser Sticker. Da könnt ihr meinen ganz normalen Rabattcode aktivieren. Und mich damit unterstützen. Das nur am Rande. Jetzt haben wir erstmal alles angekündigt, was angekündigt werden muss. Und jetzt gehen wir schon wieder ein Film. Wenn du mir Zeit verschaffst, ja. Digga, du bist im Krieg, hast die größte Goldkette, die jemals existiert hat. Installation unterbrochen oder Datenpaket? The fuck? Oh, ich muss nur weitere 6,2 GB runterladen. Nice! 20 Minuten dabei. Wie groß ist das Spiel, Alter? Schaut euch an, wie viel? 3,4 GB, 18, 9, 6, 9, 11, 16, 16, was? Ich hab 400.000er Download, das dauert 25 Minuten. Früher hatte man nur 30 GB auf der PlayStation 3, hat Black Ops 1 gestartet und das hier gehört. Und jetzt will man so 2 neue Waffen spielen. 30 GB Update. Update, nicht das Spiel, nur Update. Ich bin so aggressiv, es ist so unfassbar, wie aggressiv ich bin. So, wir sind zurück, es ist installiert. Oh, nice. Es ist nicht installiert. Installier doch mal! Es fehlt noch ein... Ganz ruhig, John, ganz ruhig, ganz... Nein, man will was werfen, aber man sieht den Wert dahinter und man kann es nicht mehr werfen. Oh! Okay, wir sind da. 1,5 Stunden später, es ist so unfassbar. Warum sind die Dateien so... Den Patchenweis... Oh, hier gibt es schon Patchen. Ja, gut. Es gibt Patch-Hinweise, um zu sagen, was aktualisiert wurde. Sie funktionieren nicht sehr gut. Gut, ich kaufe mir jetzt den Battle Pass, um es euch im Video komplett zu zeigen. Wenn ihr ihn euch auch kaufen möchtet, könnt ihr mich unterstützen, indem ihr den linken Stick runterdrückt an der Konsole und dann hier Haptik eingeht. Und zack, hinzugefügt. Jetzt steht da oben Haptik und wenn ihr was kauft, unterstützt ihr mich mit einem kleinen Anteil davon. Und ich kaufe jetzt auch was. Unterstütze ich mich jetzt eigentlich selbst? Alter, die sind so stolz auf die Frau, oder? Die ist überall, selbst auf dem Kauf vom Battle Pass. So, wir gehen alles durch für die Leute, die sich was kaufen möchten. Das erste, was frei ist, was ihr habt, ist ein Reisender, ein Bobler. Für die DMR, was mich nicht wirklich juckt. Und ich werde alle uninteressanten Sachen überspringen. Wir haben hier verlorene Unschuld. Also, oh Gott, den kann ich nicht...
Den darf ich nicht bringen. Der Bauplan sieht gar nicht so schlecht aus. Und dann kommen Skins. Aber der ist langweilig irgendwie. Und dann neuer Skin, der ist aber auch langweilig. Das sieht aus wie ein Standard-Skin. Komm schon, Activision, ballert uns geiles Zeug rein. Und eine neue Hupe, die will ich hören. Oh, wir haben mehrere. Warum höre ich die nicht? Ach, das hören wir uns gleich nochmal an. Dann haben wir wieder einen Bauplan, komplett black. Oh, das sieht ganz geil aus in matt. Und dann Visitenkarten und sonst was. Cut Points, Zubat von Pokémon. Einen neuen Skin, der wie ein Standard-Skin aussieht. Dann eine Guide. Oh! Holy shit, die sieht ja übel geil aus. Dann auch noch für eine Waffe, die ich ab und zu spiele. Ist zwar keine SMG, aber kann man nicht. Dann kommt, oh, so ein Halloween-Ding. Und es kommt, ich werde noch ein Video extra darüber machen. Es ist wirklich ein riesen Easter Egg in Warzone, was wirklich ein riesen Event auslösen wird. Und die erste Gratis-Waffe, die ASVA. AL oder Aswal oder Asla. Bin gespannt, wie sie sein wird. Da werden wir gleich drauf zu. Oder eine Rowley, dann wieder Visitenkarten. Der Skin sieht ganz cool aus. Irgendwie, das ist dann nämlich ein Akatsuki irgendwie. Dann haben wir noch Embleme und sowas. Ein neuer Bauplan, der echt geil aussieht. Der sieht aus wie ein anderes Spiel, finde ich. Das ist geil. So, das unterscheidet sich von anderen Bauplänen und Skins. Das sieht richtig scheiße aus. Es sind halt viele Baupläne. Was mich eigentlich interessiert, sind die ganzen Hupen. Aber, Mann, yo, was haben sie diesmal mit den Skins gemacht? Okay, außer der Schalldämpfer und das Louis Vuitton-Zeichen dort. Sowas mal für eine MP5 rausbringen, das wär's doch. Was? Was ist denn los mit den Skins dieses Mal? Sonst ist natürlich auch viel Trash drin, kann man nichts dagegen. Also es gibt viel so, okay, das kann man gebrauchen, aber wer will das haben? Oder wer will den Anhänger? Okay, der ist ganz cool. Aber wer will so ein Spray haben? So, warum Sprays? Pack doch da was Interessantes rein. Sowas wie das hier. Warum sieht das alles so geil aus diesmal? Man bringt sowas mal für die MP5 raus. Okay, das sieht komisch aus. Wer zieht so in den Krieg? So, alles ist gepanzert, aber die Arme sind frei. Das sieht aus wie ein Bankräuber, der so reingezogen wurde von seinen Freunden, der es eigentlich nicht machen möchte. Okay, schon wieder krass. Ich habe bis jetzt keinen Bauplan-Skin gesehen, der irgendwie scheiße aussieht. Schon wieder ein heftiger Bauplan. Und ein Buhu aus Super Mario. 25. Der Skin, das ist der erste, der mir nicht gefällt. Der ist sehr, sehr weit oben. Heißt auch noch Rottweiler. Man erwartet was Krasses und dann kommt das. Ah, ist Meinungssache, feiere ich auch nicht so, aber das ist ein Buhu und noch ein Buhu, der sich erschreckt. So, ah! Dann Sticker und so, die kein Mensch braucht. Sprays, was kein Mensch braucht. Das sieht mega heftig aus, aber die Waffe ist einfach eine Hure. Dann haben wir so eine Uhr. Die sieht heftig aus, aber Uhren jucken halt null. Und dann, yo, ja! Für eine Waffe, die ich spiele und dann auch noch ein geiler Bauplan. Oh mein Gott, sieht das gut aus. Dunkles Leuchtspurfeuer. Ja, wenn man schießt, dann kommt das raus. Und ja, mehr kommt nicht. Das ist der Battle Pass. Und wir suchen direkt die Season 6 Moshpit-List. Das wird so schlimm. Da werden solche Sweater sein. Ich weiß es jetzt schon. Aber ich will euch auch gleichzeitig die neuen Maps zeigen. Oh, Broadcaster ist die Map vom Warzone. Er ist nicht gestunt. Wir müssen mit einem Kill anfangen. Ach, das ist eine Nein, das ist eine Einschusswaffe. Nein. Glaubt ihr wirklich, das ist so eine DLC-Map, die geplant war? Oder die haben so einfach nichts hinbekommen und haben dann so Warzone... Oh nein. Da haben sie so eine Warzone-Map genommen. Also so ein Teil der Warzone-Map und gesagt, das ist neuer Content. Aber bis jetzt, also sie schießt auch rote Schüsse, das sieht ganz cool aus. Man sieht auch, wo man so hinschießt besser irgendwie. Da ist jemand auf B. Ja, die Waffe, die meldet ja übel schnell. Aber ich darf nicht vergessen, ich habe immer noch die Cold War Drop Time im Kopf. Na komm. Immer noch die Cold War Drop Time im Kopf, die da wirklich deutlich länger dauert als die in MW. Also ich habe es lang genug nicht gespielt. Da oben. Ich wusste es doch. Ihr campt da oben. So eklig, Alter. Wow, wir haben ein persönliches Radar. Hier sind mehrere Leute drin. Oh nein. Oh Gott. Ja, nein, nein, nein. Oh mein Gott. Okay, Headshot-Multiplikator ist way too high up, man. Way. Ist ja nicht normal. Man muss ja nur einen Schuss treffen. Ich weiß, ihr habt genug von dem Titel. Ich weiß nicht, ob ich den Titel packe oder nur hier lasse, aber... Okay, er hat mich so weggeschottet da. Aber die Waffe ist einfach OP. Es ist so. Es tut mir leid. Es ist einfach so. Es ist einfach nicht... Ich habe so veraimt. Das reicht. Na komm, ich will mal... Oh, da ist ein Sniper auf Distance. Ja, auf Distance, genau. Genauso krank wie auf kurze Distanz. Das kann doch nicht sein. Wenn sie auf Distance gut ist, aber dafür auf kurze Distanz nicht, dann würde ich ja sagen, okay, aber die ist einfach OP. Oh Gott, der lebt... Nein. Oh Gott, das ist doch... Hä? Oh, man kann hier sogar aufs Dach. Das wusste ich nicht. Zack, weg. Da ist wieder jemand. Bitte, da ist niemand mehr im Headglitch. Komm. Komm, da. Doch, er ist im Headglitch. Das kann doch nicht sein. Man kann doch nicht eine Waffe bauen, die mit einem Schuss killt. Mit einem einzigen Schuss, Mann. Infinity Ward, warum? Da ist jemand. Weg. Alter, wie schnell ging das? Das darf doch nicht sein. Das darf nicht wahr sein. Da unten ist jemand. Dann ist noch jemand bestimmt hier, oder? Oder? Ja, hier oben ist jemand. Und er hat alle weggeschotgun. Das ist so... Es ist lächerlich. Guck mal, wer da steht. Ich hätte dich auch geholt. Oh, was guckt er da? Infinity Ward hat einfach eine OP-Waffe reingemacht, die zwei Schüsse braucht, egal auf welche Distance, in egal wo in den Körper, auch in den Fuß, und die killt ihn. Oder einen Schuss in den Kopf oder so Hals, je nachdem welchen Aufsatz ihr habt. Wisst ihr was? Ich kann einfach nicht mehr. Tschüss. Ich gehe jetzt. Ich gehe.
Gut, die eine Waffe ist OP, bitte, die andere ist nicht OP. Also die haben wir jetzt gespielt, sind schon auf Level 8, das geht so schnell. Die Map sieht nice aus. Das gibt mir Black Ops 1 Feelings. Yo, wie heißt die eine Map in Black Ops 1? Array oder so? Ich weiß nicht, da ist noch eine andere Map. Ich weiß nicht genau, wie sie heißt, aber Black Ops 1, einfach absolut BO1 Feeling. Da ist jemand und wir wollen mit einem Kill anfangen. Ist das ein Sniper? Nein, das waren den Einschusswaffen, oder? Was ist das? Warte mal, das fühlt sich an wie eine Sniper. Was? Wie schnell kann man schießen? Ja, das ist doch ein Pulled-Action-Sniper. Sind wir in der Sniper-Klasse? Ist jemand im Head-Glitch? Kein Problem für die Waffe. Das ist alles für die Waffe kein Problem. Was hat Infinity Ward gemacht? Die haben einfach zwei Einschusswaffen reingebracht. Hier ist jemand. Oh. Yeah, let's go. Okay, die spawnen hier. Ganz ruhig, Jim. Ah, ich hab Angst. Da. Ah, noch jemand. Ah, nein. Das ist der erste Hitmarker, den ich gegeben habe. Okay, sie gibt Hitmarker. Sie gibt im Vergleich zur anderen Waffe ungünstige Hitmarker. Damit möchte ich sagen, dass die andere Waffe immer zwei Hits auf den Körper gibt oder einen auf den Kopf und die hier ein bisschen unzuverlässiger ist. Bestimmt, ja. Das ist voll der OP-Spot. Der ist komplett OP. Es ist so eklig. Ich gehe hier wieder runter. Ich will das nicht spielen. So. Oh, es gibt einen Keller. Nice. Oh. Und der Keller ist vorbei. Zeig dich. Zeig dich. Da. Komm rein. Komm. Oh Mann, das Game will so gespielt werden. Ich kann's nicht anders, wirklich. Da ist jemand. Oh ja, ich wusste, es ist so gut. Sie ist auch aus dem Hipfire gut. Ich hab's geahnt. Oh, jemand betäubt. Und jetzt stirbt er. Ja. Wäre das an sich so ein. Nein, ich gebe. Ja, die andere Waffe ist besser. Ich gebe viel zu viele Hitmarker mit der. Da ist jemand. Bro, da ist jemand. Ja, die ist besser. Die ist genauso wie die andere Waffe, die ich eben gespielt habe, nur dass sie schneller schießt. Ich habe echt das Gefühl, dass sie denselben Schaden hat, aber wirklich einfach nur schnell schießt. Die Map an sich, vom Feeling her gefällt sie mir, aber ich Map-Aufbau weiß ich noch nicht so ganz. Die andere Map ist halt von Warzone übernommen. So, sie ist eigentlich gut, aber. Ah, die Spieler. Okay, wie. Nein. Das Game dachte ich, spiele auf Piccadilly, du Huren. Ich bin bereit, Menschen zu melden. Komm. Nein, da ist noch einer. Hol ihn, Teammate. Da ist einer. Und da hinten. Oh, let's go. Ganz kurz überleben, Jeff. Oh nein, die spawnen wieder hier. Oh nein, noch jemand hier? Nein, wie die da kämpfen. Holy shit. Ja. Danke, noch jemand hier? Über mir, oder? Ja, nein, da hinten. Nein, er holt mich. Der Pre-Aim. Guck, ist in dem Spiel so OP. Okay. Du Sohn, du kleiner Sohn. Ich brauch deine du. So, hauen wir einfach den Klasse-Schlag hier rauf und gucken, ob wir mal eine Streak, einen Kill bekommen mit der Streak. Nein, warum? Was? Oh, es steht 73 zu 73. Bitte lass einmal gewinnen, Teammates. Bitte, ein einziges Mal. Kommt schon. Ja, let's go. So können wir das Video beenden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video. Dann vielleicht schon Cold War. Vielleicht mache ich noch ein anderes Video über das Easter Egg. Wir werden es sehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Haut rein.